Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Sons of the Forest. Okay, vor 7 Monaten, 31 Wochen vermisst, Edward Pufton. Andere Familienmitglieder, Barbara Pufton und Virginia Pufton. 31 Wochen vermisst, Barbara Pufton. Das ist das Milliardärs-Ehepaar, das wir hier suchen sollen in Sons of the Forest. Und Virginia, vermutlich die Tochter. Genauso lang vermisst. 20 Jahre alt. Okay, da haben wir noch eine Insel, also die Karte von der Insel. Ein Riesenberg in der Mitte, alles klar. Gut, ich habe genug gesehen. Den Rest merke ich mir, ist kein Problem. Das kriege ich hin. Fight Demons. Oh, wir werden geschossen. Nein, Mist, Kacke. Nein. Oh, shit, es geht bergab. Festhalten. Oh, nein. Da kommt eine Felswand. Oh, shit. Uff. Oh, oh. Oh, nein. Oh, nein. Wir rollen. Wir rutschen. Nein. Haltet euch fest, Jungs. Mist. Wie kann uns denn hier jemand beschießen? Oh, nein, 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 nein. Oh, shit. Oh, fuck. Now, who invited you here? Oh, nein, 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 nein. Wo bin ich? Oh, oh Mist. Oh. Uff. Überlebensausrüstung. Okay, sehr gut. Boah, Kacke, wo sind wir? Wer bin ich? Oh. Okay, lass mal schauen. Überlebensausrüstung. Öffnen. Was haben wir hier? Eine Axt. Und ein Pager. Okay, cool. Finde Team B03. Finde die Pufton-Familie. Okay. Und eine Axt. Sehr gut. Sehr gut. Licht funktioniert noch. Handbuch. Da schauen wir später rein. So. Gut. Willkommen zurück zu Sons of the Forest. Das haben wir schon mal gespielt. Vor einem Jahr im Early Access. Und da kam jetzt die Version 1.0 raus. Und das kann ich mir nicht entgehen lassen. Es wurde so viel in diesem Spiel geändert und auch neu hinzugefügt. Es gibt neue Video-Cutscenes, es gibt neue Items, die man herstellen kann, bauen kann. Die ganze Map wurde überarbeitet. Es gibt tonnenweise neuen Stuff in diesem Spiel. Und ich bin schon sehr gespannt, was uns hier alles erwartet. Und ich wundere mich gerade, ich habe nämlich schon die erste Folge von dieser neuen Staffel Sons of the Forest einmal aufgenommen. Allerdings haben mir da ein paar Einstellungen nicht ganz gepasst. Und ich bin schon wieder im Schnee abgestürzt. Ich stürze immer im Schnee ab, wenn ich dieses Spiel hier spiele. So, wer bist du denn hier? Na komm hoch, Kumpel. Los. Ach du heiliger Bimbam. Calvin. Ey, aufwachen, Junge. Oh shit, das sieht nicht gut aus, Junge. Dem sind die Trommelfelle geplatzt. Na, guck mal hier. Oh, guck mal genauer auf meinen Finger. So, rechts, links, rechts, links. Na, geht's wieder, Kumpel? Na? Pass auf. Folge mir einfach mal. Ja.
Wenn du mich schon nicht hörst, dann musst du halt eben lesen. Ja? Alles klar, Kelvin. Wir sind ein super Team. Du und ich, wir sind ein klasse Trio. So, wir sammeln mal einfach ein bisschen hier. Hier liegt noch die Schrottmühle, mit der man uns gerade vom Himmel geschossen hat. In der wir drin saßen, als man uns vom Himmel geschossen hat. So rum. So, ein bisschen Munition. Ein bisschen anderer Stuff. Sehr schön, wunderbar. Da liegt noch ein Kollege rum, der ist leider vom Hubschrauber begraben worden. Da ist aber sonst nichts drin, ne? Nee. Okay, das Ding hier hat es komplett zerrissen. So, okay. Na dann würde ich mal sagen, tingeln wir mal los und gucken mal, dass wir hier vom Berg kommen, ne? Ich bin ja da tatsächlich gewillt, wieder da zu bauen, wo wir schon mal waren. Das war dann da am See, der da im Norden jetzt ist. Da genau, wo das N ist, der See. Da waren wir schon mal. Da haben wir damals im Let's Play auch gebaut. Das war eigentlich eine ganz gute Stelle. Wie gesagt, ich habe diese erste Folge schon mal eben aufgenommen. Hab aber dann doch noch mal ein paar Sachen geändert am Spiel, an der Grafik. Ich spiele übrigens auch mit einem Reshade Preset. Normalerweise sieht das Spiel nämlich so aus. Ihr seht, das ist ein bisschen dunkler. Das sieht schon so schon ultra geil aus. Aber wenn man da nochmal Reshade drauf macht, dann ist das nochmal ein Ticken knalliger. Das ist mir nämlich damals im Let's Play in der Staffel, hat mich das immer so ein bisschen gestört, dass das in den Höhlen immer sehr dunkel war. Und deswegen das Reshade Preset, damit es da vielleicht ein bisschen heller ist, dass man ein klein bisschen mehr sieht. Das war halt ein bisschen schwierig, sag ich mal, im Let's Play. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier runterkommen. So, ja, über die Schneegrenze drüber. Und schon nochmal den ersten Regenschauer hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, hier geht's aber steil runter, wa? Aua, das war nicht gut. So, ich sammle mal hier so ein paar Blümchen ein. Alles, was ich so sehe, was ich so mitnehmen kann, nehme ich einfach mit. Stöckchen, auch gut. Braucht man alles. Futtern können wir den Kram immer noch, wenn wir da unten angekommen sind. Steine vor allen Dingen mitnehmen. Dass wir uns da schnell ein Lagerfeuer und sowas bauen können. Wir könnten natürlich auch durch den Fluss schwimmen, dann wären wir ganz schnell unten, aber ich würde schon ganz gerne lieber gediegen hier runter marschieren, denn wir haben ja Zeit, wir haben richtig viel Zeit. So, hier kleine Steine, alles mit, alles kommt mit. Da bekommen wir auch Blätter, ne, wenn wir das hier so mitnehmen. Brauchen wir auch alles. Wenn wir dann Feuer machen wollen, brauchen wir unbedingt Blätter. So. Ich glaube, ich gehe da vorne runter. Hier ist es ein bisschen flacher. Was? Die sind auch schon da. Jetzt schon.
Die stehen aber früh auf, die Kollegen Kannibalen. Da, mein lieber Mann, finde ich jetzt nicht nett. Nix wie weg hier, ich kann schon keine Stöcke mehr mitnehmen. Bin schon voll geladen. Verfolgen die mich jetzt? Ich hab doch gerade was gehört. Da kraucht auch so einer rum. Nix wie weg hier, ey. Nix wie weg hier. Oh, die verstecken sich. Die verstecken sich unter Laubhaufen. Wie die Laubfrösche. Okay. Ich hab 3 Steine auf der Schulter. Tag. Überall Eingeborene. Das ist nicht gut. Die verstecken sich die ganze Zeit unter dem Laub. Das ist jetzt nicht schön. Das ist auf jeden Fall neu. Und auch, dass man diese Steine da hat, das ist auch neu. Das gab es damals nicht im Early Access. Es gab die großen Kieselsteine. Die hat man genutzt, wenn man irgendwas bauen wollte und so, ne? Aber die Dinger hier, die sind neu. So. Jetzt sind wir hier am Teich angekommen. Und wir hatten damals da drüben gebaut. Ich glaube, da würde ich auch nochmal bauen. Weil hier geht es direkt den Hang hoch und da hinten war es schön flach. Aber ich würde trotzdem ein bisschen anders bauen. Also ich würde schon, will nicht genau dasselbe bauen wie damals. Schon ein bisschen anders. Aber ich fand den See hier halt insgesamt schon relativ spannend. So. So, dann müssen wir noch hier rüber, ne? Und dann könnten wir ja eigentlich hier, warte mal, kann ich das nicht? So, machen wir mal hier einen schönen Steinhaufen hin. Jetzt muss ich nur mal kurz eine Sache gucken im, weil das kann ich auch nachher machen, ist egal. Man kann auch mittlerweile einstellen, ob die Bäume nachspawnen oder so. Ich weiß gar nicht, ob das damals schon ging. Aber das muss auf jeden Fall aus. Sonst kriegen wir hier nämlich ein Problem. Huch, was war das? Okay. So, Kelvin, der alte Haudegen. Der müsste eigentlich auch jeden Moment kommen. Mach mal hier so ein bisschen Platz. So, da ist er ja schon. Pass auf, Kelvin, ich weiß, du hast Hunger, aber du musst jetzt unbedingt hol Fisch und fallen lassen. Du musst hier unbedingt mal einen Zentner Forellen anschleppen. Sonst kriegen wir hier nämlich ein Problem. Gut, okay. Dann würde ich sagen, wir kampieren hier jetzt einfach mal. Wir nehmen uns hier die eine Zeltplane, die wir haben und schmeißen die mal hier auf den Boden irgendwo hin. So. Schnell noch einen Stein aufs Zelt geschmissen. Sehr gut. Und dann machen wir uns direkt hier auch irgendwie ein Lagerfeuer oder sowas. Improvised Handbook. Jupp, sehr gut. Wir brauchen ein Lagerfeuer. Genau. Einfach aus Stöcken, ne? So. Zack. Und dann bauen wir das schön hier so vor. Und können wir auch schon von mir aus anzünden. Und
Und dann schauen wir mal, wir haben hier auch Kieselsteine. Ne. So, schon haben wir ein besseres Lagerfeuer. Das ist schon mal viel wert. Ich sammle hier schon mal ein bisschen neuen Stuff ein. Und den Stock legen wir mal weg. Kelvin hat schon die ersten Forellen angeschleppt, das ist natürlich perfekt. So. Sehr schön. Ach, guck mal hier. Kollege Waschbär ist auch schon da. Ja, nice. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen aus dem anderen Modus brauchen wir mal hier ein Stocklager. Stellen wir mal einfach hier hin. Und wir könnten auch ein... Jetzt weiß ich nicht genau, wo die Sachen sind. Möbel? Nee, ist das hier? Nee, da. Stocklager. Stammlager. Steinlager. Speerständer. Regal. Felllager, Sprengstofflager. Okay, das ist neu. Steinfahrt? Nee, ich brauche ein Trockengestell. Wo sind denn die Gestelle? So. Ja, das sind Wandfackeln und so. Trophäenhalter. Tische. Wo sind denn die blöden... Da, ein Trockengestell. Bei Lagerung ist das. Okay. Gut, dann ist es bei Lagerung. Auch gut. So. Kelvin, hast du hier noch ein paar Forellen hingeschmissen? Nee, ne? Hol. Fisch und mir geben. Sehr schön. Wunderbar, Kelvin. Du bist ein toller Typ. Du bist ein toller Typ. So, ich gehe hier noch so ein bisschen sammeln. Hier die Riesensteine her, ne? Die können wir mal alle hier so hinschmeißen. Ich glaube, die sammeln wir mal hier. Warum nimmt der immer einen Stock in die Hand, wenn ich einen Stein wegwerfe? Guck mal hier. Nein, nicht ins Wasser. Kelvin kuschelt mit dem Waschbären. Kelvin und der Waschbär. Oh Mann. So. Sehr gut. So, die nehmen wir mal mit hier, die Dinger. Nee, das war falsch. Ich hau mir mal hier den verbrannten Fisch rein. Lecker. Bin ich mal gespannt. Der lag ein bisschen zu lange auf dem Feuer. Das habe ich natürlich Durst bekommen ohne Ende. Aber ist nicht schlimm. Wir haben ja ein Trockengestell. So. Wupp. Wupp. Können die da vor sich hin dümpeln. Und wir nehmen uns schon mal hier, wir räumen hier ein bisschen auf. Schmeißen die ganzen Steine da mal hin. Ich glaube, ich schmeiße sie mal hier neben. Obwohl, auch fallen die wieder ins Wasser, ne? Ja, ne? Findest du gut, Kelvin. Warum stehst du denn im Feuer drin?
Weiß man nicht so genau, ne? Naja, gut. Du machst das schon. So. Jetzt haben wir natürlich ein doofes Problem. Und das ist auch mit der Änderung reingekommen. Wenn man nämlich Wasser trinkt, ist man gleichzeitig vergiftet. So, und ich muss mir mal unbedingt einen Speer machen. Also zwei Holzstämme, glaube ich, ne? So. Wir machen uns einen Speer. Und, legen uns den mal... Die Axt haben wir auf der 1, machen wir den Speer auf die 2, ne? So. Können wir nämlich mitangeln. Vorausgesetzt, wir treffen den Fisch. Gibt's doch nicht. Da sitzt ein Geier. Interessant. Sitzt da einfach rum. Hat der Waschbär mir jetzt hier einen Fisch geklaut? Ey, ich meine, das hackt. Der hat mir tatsächlich einen Fisch geklaut. Du Lump, du. Ich mach mir eine Mütze aus dir. Komm her. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Klaut er mir den Fisch hier vom Trockengestell? Ey, so ein Mist. Oh Mann, das kann ja spaßig werden. Na, das kann ja spaßig werden mit den Waschbären. Eieieiei. Ich sehe rosigen Zeiten entgegen. Ich werde sie so verfluchen, die Viecher. Ich werde sie so dermaßen verfluchen. So. Hat gerade nicht richtig zugeschlagen. Keine Ausdauer mehr. Ach ja, was war das schön am Ende der letzten, am Ende der ersten Staffel. Mit der Kettensäge. Ram, dann ging das nur noch. Naja, wenn man mal die schwere Axt hat, dann ist schon ein gutes Stück besser. So. Ah, geht doch. Guck mal, da hängt nicht ein Fisch mehr auf meinem Trockengestell. Ey, verdammte Kacke. Kevin. Du musst die Waschbären töten. Mist. Oh Mann, das kann ja, das kann ja wirklich lustig werden. Wieso fällt denn hier das Efeu vom Baum? Na, das kann ja richtig lustig werden. Wie willst du denn da was auf dem Trockengestell lassen, wenn die Waschbären alles wegfressen? Ja gut, man weiß nicht genau, wenn mal die Bäume weg sind, könnte ich mir vorstellen, dass die Waschbären dann auch relativ schnell hoffentlich verschwunden sind, ne?
Weil die klettern ja die ganze Zeit auf die Bäume rauf und so auch. So. Also die Vergiftung geht wieder weg, wenn man was getrunken hat. Aber ist halt trotzdem ein bisschen ärgerlich, ne? Vor allen Dingen ist jetzt ärgerlich, ich habe jetzt nichts zu essen hier, ne? Doch, ich habe noch hier den gammeligen Fisch. So, perfekt. Sehr schön. Also manchmal kannst du auf den Baum hier eindreschen, wie du willst, ne? Du kriegst den einfach nicht kleingeschlagen. Also müsste man einmal um den Baum drumherum gehen. Mit der Axt. Oh, oh, Kelvin, geh rüber, Junge. Ja. Mach dein Ohr. Ja? Dem geht's gut, ne? Ja, ja, ich weiß. So, Kelvin, ich weiß, du könntest eigentlich auch was anderes machen, aber du musst nochmal angeln gehen. Du musst nochmal angeln gehen. Ich brauch was zu essen. So. Aha. 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 Hier war, ach, war wahrscheinlich nur ein Waschbär, ne? So, Ausdauer regenerieren. Manchmal kriegt man den auch mit einem Schlag rum. Ne? Erstmal den halben Wald hier weggefällt, ne? So. Kommst dir an, stürzt dir ab. Was macht man als erstes? Ja, erstmal den ganzen Wald fällen, ne? Warum auch nicht, ne? Liegt da noch ein Fisch rum? Nee, ne? So, dann hau ich mir jetzt noch einen Fisch rein und dann gehe ich schlafen. Einen guten, leckeren. Gammeligen Fisch. Was ist denn der Fisch? Ach, der liegt da unter dem Blatt. Okay. Ja, also das kann ja wirklich noch lustig werden. Boah, guck mal, wie das aussieht, ne? Das sieht schon krass aus. Das kann ja wirklich noch lustig werden mit den Waschbären, ey. Oh Mann, die gab's damals nicht. Also, da freue ich mich schon drauf. Wenn die mir wenigstens den Fisch wieder zurückbringen würden. So, hier gekochter Fisch. So einen guten Lachs hier. Sehr schön. So, dann trinken wir jetzt noch eine Kleinigkeit. Dann sind wir wieder vergiftet ein bisschen. Aber das nützt ja nichts. So, und dann speichern wir hier ab. So, und da seht ihr auch, ich habe eben einmal kurz angespielt. Da zwei, dreimal gespeichert. So, jetzt machen wir hier einen neuen Speicher. Die können wir auch löschen, die hier. Die können wir jetzt rauslöschen, dann sind sie weg. Und dann machen wir hier einen neuen Spielstand. Jo. Und dann müssen wir noch eine Runde schlafen. So. Und dann hoffe ich einfach mal, dass jetzt
nicht die Bäume nachwachsen. Auf jeden Fall haben wir hier schon jede Menge Holzstämme jetzt liegen. Und damit kann man halt schon richtig schön bauen, ne? Mit dem Kram, den wir hier haben. Dass wir hier vorankommen, ne? Dann kann Kelvin demnächst hier die Stämme anschleppen. Und wir können gemütlich bauen, ne? So ist das ja, war das ja von Anfang an geplant. So. Also die Vorbereitungen laufen, sozusagen. Nein. Jetzt hatte ich da gerade irgendwie so einen gefällten Baumstamm im Target. Manchmal trifft er den Baum nicht, ey. Ich weiß nicht, sind das Waschbären oder sind das Eingeborene, die so schreien? Ich kann mich an diese Geräusche nicht erinnern. So. Perfekt. Okay. Na dann, sieht doch schon gut aus hier. Ne? Kelvin, alte Socke. Findest du auch, ne? Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen da. Abonniert den Kanal. Und ja, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.